Annette Meisel lässt sich gar nicht so leicht beschreiben, weil ich bin vieles in einer Person. Ich habe auch gerade meine Autobiografie in Arbeit, das dauert aber noch, und die heißt Sieben Leben für mich. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sieben Leben auf einmal lebe. Naja, sieben ist auch nur eine Zahl, vielleicht sind es auch mehr. Ich bin in vielen Rollen unterwegs und die wichtigsten davon sind Autorin, Sängerin und Unternehmerin. Und das von klein auf. Ich war ganz klein, mit sieben habe ich schon geschrieben in irgendein kleines Notizbuch, ich werde einmal Dichterin. Na gut, Dichterin bin ich nicht geworden, aber Autorin. Ich habe mit sieben angefangen, Geige zu spielen. Und ich hatte mit sieben meinen ersten Ponyclub, den ich tatsächlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt habe. Gab es Mitgliedsbeiträge und Listen, wer schon bezahlt hat. Und eine Ponyzeitschrift habe ich rausgegeben mit 10. Also ich habe im Grunde diese ganzen Sachen schon in mir gehabt. Und das Schöne ist, ich konnte sie ausleben. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen von den Gegebenheiten der Gesellschaft, die da gesagt haben, Annette, du musst dich für etwas entscheiden. Man kann nicht so viele verschiedene Sachen machen. Mach eines und mach das richtig. Gott sei Dank habe ich auf die Leute nicht gehört. Ich habe ja dann ein Wort gefunden, das mich so auch mit definiert. La Galana, das ist Spanisch und bedeutet so viel wie Gentlewoman. Auch ein Wort, das man nicht benutzt. Gentlewoman, wer sagt dieses Wort? Da fand ich das ganz schön, dass ich einen Begriff, der existiert, sozusagen für mich selber mit Bedeutung erfüllen kann. Auch das ein kreativer Vorgang. Ich sage ja auch eigentlich, meine unternehmerische Tätigkeit sehe ich auch als künstlerische Tätigkeit. Das ist meine Bühne, das ist mein Feld, in dem ich mich immer wieder neu erfinde. Und Lagalana reicht eigentlich auf Spanisch, die Bedeutung reichen von Edelfrau bis Lebefrau. Und ich denke auch immer, wir haben als Frauen dieses komplette Panorama als Möglichkeit in uns drin und im besten Fall leben wir das auch aus. Ich versuche das für mich. Es ist sehr lustig, ich wollte als Kind immer ein Junge sein. Ich fand Mädchen doof. Ich fand Röcke furchtbar. Und jetzt muss ich immer lachen, weil ich habe irgendwann in meinem Leben die Weiblichkeit für mich entdeckt und ich schätze sie sehr. Und vielleicht liegt es daran, dass damals für mich Weiblichkeit mit Schwäche verbunden war und heute sage ich, die Weiblichkeit ist so eine unglaubliche Power und eine unglaubliche Kraft, die wir haben. Und ich möchte das einfach für mich erfahrbar und lebbar machen und das auch gerne mit anderen Frauen teilen. Und ich glaube, die Männer haben da auch nichts dagegen.